So, sind wir auch schon wieder zurück zu Devil May Cry. Mensch, mein Headset-Kabel ist im Weg mit dem Controller. Ist das nicht gut? So, weiter geht's. So, die Metze mir mal wieder. Am liebsten würde ich ja nur so die ganze Zeit laufen. Wie das ist da. Verschwinde! Geil, ey. Ja, komm. Oh! Scheiße! Der Space erschreckt mich soweit nicht mehr. Naja. Okay, jetzt bin ich immer noch Psycho. Er erschreckt mich noch nicht mehr. Alter. Alter, was geht für eine kranke Scheiße ab, ey? Auch mit den Augen. Alter, schon übel. Erst ein Part jetzt aufgenommen. Geht das schon mal raus? Ah, Kupferschüssel. Was ist hier? Aha. Helles Licht. Och nö, ich hasse solche hellen Bildschirme. So, lol. Kupferprügel in der Luft, töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner nehmen nur in der Luft Schaden. Drücke Back zum Anfang. Ups. Bam, bam, bam. Bam, komm jetzt, mach ich doch jetzt, komm. Es sieht aus wie, Eden, ja, wie Eden halt, ne? Bam, 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 bam. Mensch, muss auch mit hoch, Tante, ne? So, alles kein Problem, mach ich doch. Ja, komm, hier. Bam, hoch mit dir. So, geschafft. Kein Problem. Set. Ah, schon wieder ein neuer Gegenstand. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, da gehen wir mal klassisch, wie wir sind, dahin. Na komm. So, neuer Gegenstand gefunden. Gesundheitskreuzbruchstück. Sammle 4 Gesundheitsbruchstücke, um ein Gesundheitskreuz zu erhalten. Ah, okay. Aber geil. Ja, ich finde den Ladebildschirm irgendwie geil. So. Ja, das war wohl ein Bonusraum. Weil wir diesen Kupferschlüssel gefunden haben und. Das ist jetzt ein Spiegel. Ja. Aber fetter Dämon, ey. So ein Scheißtyp. Lol. Das ging jetzt erstaunlich einfach. Dafür, dass er so groß ist. Keine Angst vor dem, Alter. Ist nun mal 10.000 Mal größer als er. Na egal. So, krieg ich hier auch noch. Ist das so eine heilige Statue? Das ist einfach nur eine blöde Tusse. Boah, Alter. Oh, komm. Oh! Ah, okay, ich hab mich gehört. Das schreckt mich doch. Was ist aber auch für eine üble Scheiße, ey. Was ist denn? Was ist denn das? Aha. Da war eine verkackte Seele. Da ist noch eine, da ist auch noch eine. Bam, bam. Ja, was ist denn jetzt hier? Alter, was ist hier alles? Ich check's noch nicht. Mann, ey, muss ich manchmal mal weg zum Husten, ey. Das ist grausam, ist das. Hä? Exit! Ja, zu schon um. Warte mal. Ja. Hammer. Stopp. Nicht klasse. Ja. Ja, was auch immer. Ja, echt, ey. Was auch immer. Na. Echt nett. Oh. Oh. Auch nö. Hat?
Bam, Junge. Boah, ist das geil mit den Kämpfen, ey. Oh, fick dich. Ach, im Arsch. Ist jetzt wohl ein Witz. Ja. Können wir gerne mal. Weiter geht's. LOL! Dass ich nicht lache. Oh, wie geil. Das war zu den alten Teilen, so sah er doch früher aus. Warum nicht? Er ist kugelsicher. Geil, so sah er früher Design. Aber ganz ehrlich, mir gefällt er so auch besser. Ich fand die alten Haare nicht so toll. Sah kacke aus. Sieht doch echt kacke aus. Also ich fand's nicht so toll. Das Design jetzt gefällt mir besser. Ja, das kam geil. Boah, fette Mucke. Bam. Da brauche ich mal schnitzeln. Wir sehen, wie es geht. So. Ja, ich fühle das her. Ja, dann lass ich mich mal lieber. Alter, was ist das für ein Scheiß ist? Lol, wer lacht denn hier so behindert? Oh nö. Oh nö. Ich hab nur. Oh nein. Keine. Wow. Trappe? Ja, komm jetzt. Echt, ey. Also gut. Kämpfen wir. Er will's ja unbedingt. Lol. Was hat er denn jetzt gemacht? Jäger. Genau wie ich. Oh ja. Na komm, du Schwuchtel. Ich höre dich! Boah! Mein Gesicht, ey! Ja, nimm mich doch gern! Oh, jetzt fühlst du was, nicht wahr? Ja, komm! Und ja, Combo! Savage! Weiter geht's, ja, komm! Na, da verpisst er dich jetzt, ne? Zurück hier runter. Oh! Nein! Ja! Fick dich, ey. Boah, jetzt geht's los, ey. Savage, Junge, Alter, jetzt fick ich, der kann noch gar nichts, kann der. Ja, komm hier, gib mich an. Nichts kannst du, nichts. Komm her. Ja, doch, die fühlen Schmerz, ey, wenn ich zuschlage, fühlen die welchen. So, jetzt wirst du gefickt. Endgültig. Aus und vorbei. Sohn des Sparda. Was für ein Sohn? Du bist entdeckt. Zeit zu sterben. Wie deine Hurenmutter. Ja, fick dich. Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute gesagt. Interessant. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Genau, Alter. Na, da war ja Vulkaneval, ne?
Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Bitte. Ich hab dir doch geholfen. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Dann sind wir mal Pappenhalter unterwegs, ne? Wir wissen alles über dich, Dante. Oh. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Jupp. Das ist mein Chef. Oh. Wunderbar, kann es kaum erwarten. Anonymous. Wir erhalten gerade Berichte über einen terroristischen Anschlag, der ab hier im Westen der Stadt stattgefunden hat. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, achtsam zu sein, da weitere Anschläge jederzeit, überall und, wenn sie es am wenigsten erwarten, stattfinden. Das ist doch immer so. Jetzt haben wir deine vierte Sohn des Sparda. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Bis du stirbst, du fettes Stück Scheiße. Ja, ist noch eine Frage der Zeit. Nicht Ente überspringen. Am Arsch überspringen. Nichts Ente. Stilpunkte, Doppel-S, Zeit, Fortschritt, Gegenstände, Tode, Missionsbonus, bla bla bla. Endpunktzahl, S, ach was, interessiert mich alles nicht. Komm schon, Hündchen, los geht's. Aussehen, Vorteile. Aha, okay. Schlüssel. Geheimtüren, verlorene Seelen. Ja, beginnen wir mal die Mission. Lol. Ja, so scheiße würde ich auch gerne können, ey. Ich hoffe, welche Uhrzeit habe ich gesagt? Wie spät ist denn der? Scheiß drauf. Willkommen beim Orden. Ich hatte etwas anderes erwartet. Ich auch. So soll es sein. Diese Dämonen sind unter uns, Dante. Sie versklaven die Menschheit. Die Welt schläft. Voll psychomäßig. Indoktriniert und hilflos. Wir kämpfen dagegen an. Was für kranke Scheiße, ey. Wir sind eine kleine Gruppe Rebellen. Wir verteidigen die Welt gegen die Dämonen. Verteidigen? Ihr habt keine Chance. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir haben massig Informationen über die Dämonen und ihre Helfer gesammelt. Politiker, Banker, Popstars. Wir können sie treffen, wo es wehtut. Aha, was wehtut? Dante, du bist es wirklich. Du erinnerst dich nicht an mich. Nein. Nee. Was weißt du noch von deiner Kindheit? Ah, sehr wenig. Hatte eine Hirnhautentzündung, als ich 7 war. Die hat meine Erinnerungen ausgelöscht. Warum? Mir sagten sie, ich hätte Gedächtnisschwund wegen eines Autounfalls. Alter, 7. Ja, na und? Hirnhautentzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, Dante. Im Krieg versucht man, den Feind zu täuschen, und du wurdest getäuscht. Deine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. Jetzt mal langsam, wer bist du eigentlich? Ich heiße Virgil. Ich habe den Orden geschaffen, um die Dämonen zu bekämpfen. Reichen Schwerter und Kugeln denn nicht? Solche Waffen gewinnen Kämpfe, keinen Krieg. Natürlich nutzen wir Gewalt, doch wir nutzen auch Informationen, Politik, Propaganda. Und ihr denkt wirklich, dass ihr etwas ausrichten könnt? Ausrichten?
Wenn wir zusammenarbeiten, glaube ich, können wir sie besiegen. Also darum geht es hier. Ich soll euch helfen, die Dämonen zu bekämpfen und die Welt zu retten. Hattest du dein Leben schon anders geplant? Naja, ihr scheint ja wirklich nett zu sein, aber ich bin eher ein Einzelgänger, arbeite alleine, vertraue niemandem, sowas in der Art. Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Wenn du jetzt gehst, kann ich dich natürlich nicht aufhalten. Aber das wäre ein mächtiger Fehler. Nicht nur für dich selbst, für die Menschheit. Für die Menschheit? Ja. Warum sollte die mich interessieren? Ja. Was interessiert ihn die? Lass mich dir bitte noch etwas zeigen. Was willst du mir zeigen? Wer du wirklich bist. Na dann, zeig mal her. Jetzt ist die Story ja leicht verschleiert. Paradise. Ach komm. Ach komm. Das war dein Zuhause. Daran erinnere ich mich nicht. Aber bald. Cat, öffne das Tor. Was kommt denn jetzt? Hä? Was machst du da? Unsere Welt und der Limbus liegen sehr nah aneinander. Sie berühren sich an manchen Orten, die wir als Spalte bezeichnen. Hier, in den Spalten, können wir Tore zum und aus dem Limbus öffnen. Oh, stinkt ganz schön. Was ist in der Dose? Eine Mischung, die ich nach einem alten Wicker-Rezept gefertigt habe. Meersalz, Haifischöl, Eisenspäne, getrocknetes Eichhörnchensperma, Wolfshaar. Sehr lecker. Eichhörnchensperma. What the fuck? Das Haus birgt Geheimnisse. Ich kenne meine. Du bist dran. Wie komme ich wieder zurück? Wir kümmern uns drum. Aber pass auf. Kann gefährlich werden. Gefährlich gefällt mir. Wissen Sie doch. Ob das wirklich klappt? Es scheint ihm alles egal zu sein. Er ist unreif. Wie du, als ich dich gefunden habe. Nein, ich doch nicht. Zurück, blödes Stück. Komm, wird überhaupt bestimmt auch schon so. Oder? Jetzt ist es wieder Limbus oder was? Oder wie? Oder wo? Oder deine Mama? So. Und hier mache ich wieder einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.